Hey Leute, ein Crusader hier. Willkommen beim nächsten Teil von meinem Dark Souls Playthrough. So, heute gehen wir ein bisschen weiter in den Demon Ruins. Also noch nicht ganz so weit, sondern nur ein bisschen. Da kann ich euch gleich was Tolles zeigen, weswegen ich dieses Spiel so liebe. Und zwar, hier diese Stelle. Vorhin waren wir schon dabei, also nein, wir waren eigentlich noch nicht dort, bitte. Ceaseless Discharge. Ich habe mal so, jetzt fangen wir mal von vorne an. Man sieht schon, ich habe da jetzt so eine lustige schwarze Robe an, und zwar die habe ich mal geholt von dem nächsten Boss da. Den Ceaseless Discharge. Da hinten sieht man schon einen Tentakel von ihm, weil ich habe das leider nicht aufgenommen, wie ich da hingegangen bin und den einmal geholt habe, nur bei ihm, das ist ein Gimmick-Boss-Kampf. Der ist ein bisschen tricky. Nur, man muss ihn quasi baiten, dass er seine Attacke macht, und dann muss er einfach auf seinen Tentakel drauf und bis er tot ist. So leicht gesagt, schwer getan, sag ich jetzt einmal. Aber gut, ich gehe jetzt halt eben wieder hin. Also, und der Grund, warum er mich erst angreift, weil man kann von dem Boss für eine Nase rumtanzen, er greift er nicht an. Also man greift ihn natürlich vorher an. Und, aber erst wenn man dann hier das Goldhemd-Set nimmt, greift er ihn an. Und zwar, das ist wahrscheinlich so, weil dieses Set, ich glaube, das steht jetzt in der Image, in der Item-Beschreibung vielleicht sogar drinnen. Nein, das ist es nicht, das ist es da. Genau, genau. Worn by the Witch Quillan of Izalith, Mother of Pyromancy and Daughter of Chaos. Genau, das heißt, die Quillana. Quillana ist eben die Mutter von Quillag und so weiter. Und von der Quillana. Na, die Quillana ist doch die Fair Lady. Ja, genau, das ist die Fair Lady. Also, auf jeden Fall, bevor sie in die komische Spiel verwandelt worden ist, hat sie das angehabt. Das haben eben die Töchter des Chaos quasi an. Von der Witch von Izalith, bevor sie dann eben so komisch mutiert sind. Und der Grund, warum eben dieser Boss uns angreift, ist wahrscheinlich, weil er der Bruder ist, der nicht oft erwähnt, der nur, glaube ich, ein, zweimal erwähnt worden ist in der Story. Das ist also ein Detail am Rande. Und was man auch hier sehen kann gleich, da ist so eine tolle Lava-Ding, die geht dann aber weg, sobald wir den Boss gebraucht haben. Und da unten jetzt, ich sage jetzt mal, man sieht jetzt bei der Axt, ein bisschen oberhalb der Axt, oder bei der Axt jetzt gerade, ist ein Capra-Demon, der vorher ein kleiner Miniboss war, der wird das dann in Demon Ruins uns öfters begegnen. Und hier kommen wir dann auch hin, geht es dann weiter, aber ja, da weiter unten ist dann sein goldenes Schild, da können wir noch nicht durch, erst wenn wir das Lord Vesslos Enolondo haben. Also das ist so klar, aber hier sieht man schon zum Beispiel da, jetzt auch bei der Agat, bei der Spitze der Axt ist eine komische, hoffentlich kann man es gut erkennen, so eine krebsartige, verkrustetes Etwas. Das ist dann das Centipede-Demon, und das ist wieder ein Boss, der noch viel später kommt. Also wenn man hier aufpasst, sieht man allerlei Details, und da hinten, genau da hinten, was man hier ganz im Hintergrund sieht, also nur ein bisschen diesen Topfdeckel, wo quasi die ganzen Wurzeln sind, das ist dann Lost Izalith, da kommen wir dann auch noch viel später hin. Also das dauert leider alles noch ein bisschen so, und jetzt hoffe ich, ui, da ist noch jemand. Der macht anscheinend auch gerade, oder der wartet gerade. Probieren wir das jetzt. Ich hoffe, das funktioniert so, wie ich mir das vorstelle. Dass ich da gemütlich jetzt zu dem einen Spot hinkomme, wo wir das dann leider öfters machen müssen und ihn dann umbringen. Mein Problem ist ja, wie ihr leider schon wisst, dass ich ziemlich underleveled bin. Das heißt, ich werde auf jeden Fall eine, ups, hat er mich gesehen? Na, jetzt sieht er mich, passt. So, jetzt muss ich ein Glück haben, dass ich das überlebe. Wenn ich jetzt Pech habe, bin ich tot, und das Ganze war für einen Hugo, aber ich überlebe es. Ja, passt. Genau, so. Jetzt sieht, er hat Haircut, jetzt rennen wir hin und hauen das, und das dauert leider, oh mein Gott, ewig, weil ich einfach, weil dieser Charakter einfach zu schwach ist. Also nach diesem Boss werde ich ordentlich Power leveln müssen, weil man braucht so ungefähr Level 40, 50 dann für Einer London mindestens so. Ah, das ist wirklich ein Schaß, dass das so ewig dauert. Ich hoffe nicht, dass wenn ich das verzauber, dass das schneller geht mit der Magic Weapon. Ne? Lustiger, komm wieder her, haut daher. Es gibt noch, es würde noch einen anderen Trick geben, aber da bin ich mal nicht sicher, ob ich den schaffen würde. So, und wie viel Schaden brauchen wir jetzt? Hoffentlich 45. Gar keinen, weil ich es natürlich nicht geschafft habe. Gut, hau gleich noch einmal her. Passt, zurück. Weg. Ah, genau. Wenn man das schlecht macht, weil es geht ein bisschen durch die Wand, wie man gesehen hat, dann stirbt man. Aber boah, das Problem ist, ich mache wirklich so wenig Schaden. Das ist nicht so lustig. Das ist nicht so lustig. Das ist leider überhaupt nicht gut. Ich habe das gesehen, es gibt auch einen anderen, lustigeren Weg, wie man ihn besiegen kann, nur irgendwie bringe ich das einfach nicht zusammen. Ich weiß nicht warum.
mir nichts. Vielleicht ist es wegen dem Set. Ich ziehe mal was anderes an. Vielleicht, wenn es sich dann anders verhält, das wäre doch sehr interessant. Ja, sehen wir wieder den, was ich abkommt. Unseren Sorcerer Cloak. Ja, Schuhe bekommen, fühlt sich mal auch an, sicherheitshalber. Black Leather kann ich damit noch. Fahrstroll, ja, passt. Mehr wollen wir nicht. Was ist denn schnell Fahrstroll? So. Und jetzt hoffe ich, dass das jetzt funktioniert. Weil, und zwar, man sieht, hier geht es ein Abgrund. Und wenn ich es schaffe, wenn ich hinrenne, er mich angreift, und wenn ich zurückrenne bis zum Tor, kann, ist es manchmal, dass er einem quasi nachspringt, dann liegt er da so. Dann kann man ein paar Mal hauen und dann verliert er quasi Grip und fällt da runter. Und was natürlich in diesem Spiel passiert, wenn man runterfällt, ist, man stirbt. Und dann stirbt er quasi auch. Das habe ich jetzt schon ein paar Mal auch versucht, dass ich das irgendwie zusammenbringe. Aber das hat irgendwie, wollte mir nie nachrennen. Er hat mich immer nur mit seiner Range-Attacke halt langsam umgebracht, die ich natürlich nichts machen kann. So. Habe ich eigentlich irgendwas, was urtoll. Oh, das hat eh 72 Fire. Das hat. Ja, natürlich, dieses Drachenschild hat mehr. Fast Roll. Ja, Fast Roll passt. Nehmen wir das halt. Aber wenn das jetzt nicht funktioniert, dann lasse ich das jetzt für jetzt einmal. Ich komme da eh wieder her, da muss ich einfach wirklich ein bisschen Power leveln, bis das gescheit funktioniert. Es geht wirklich leider einfach nicht anders. Ich werde jetzt mal schauen, dass ich nah hinkomme, dass ich mich im Nahkampf fahre und dann werde ich schauen, dass ich schnell von ihm wegrenne. So, jetzt macht er das auf jeden Fall. Boah. Ja, ich bekomme jetzt mehr Schaden, weil ich auch nicht so viel Feuerresistenz habe. So, wenn wir da ein bisschen stehen, macht das jetzt gleich noch einmal. Ah, jetzt rennen wir ganz nachher. Jetzt macht das noch einmal. Shit, ich hoffe, ich überlebe das jetzt. Nein, er hat seinen normalen Angriff gemacht. Das mal, da könnte ich jetzt im Hintern den hauen normal. Ich hoffe. Ich tue jetzt ein bisschen so baiten. Nein! Warum machst du deinen Flammenangriff? Den sollst du nicht machen. Das ist das Problem. Ich hätte vielleicht schneller rennen müssen, aber der hätte trotzdem seinen Flammenangriff gemacht. Na, ich muss ihn da irgendwie baiten, dass er das macht. Weil anders, glaube ich, kann ich ihm jetzt, so wie ich jetzt von den Stats her bin, wahrscheinlich wirklich nicht umbringen. Jetzt, wenn ich das habe, sieht man dann gleich den Unterschied. Ich habe vorher mit dem Schild geblockt und habe zwei Drittel Schaden ungefähr bekommen. Wenn ich jetzt dann, ohne zu blocken, das einfach bekomme, bekomme ich viel weniger Schaden, weil dieses Goldhams-Samt-Set hat extrem gute Resistenzwerte. Deshalb habe ich mir das einfach eigentlich geholt, obwohl der Boss quasi viel zu stark wäre für mich und ich noch gar nicht machen sollte. Einfach nur wegen dem Set, weil ich das jetzt anhaben werde in der nächsten Zeit, was einfach ziemlich gut ist. So, probieren wir das noch einmal so. Hoffentlich wird das jetzt was. Ich glaube, der ist mir noch nicht nachgerannt, weil ich das im Angriff habe geklappt, weil quasi er hat extra einen Hass auf mich und mich verbrennen, weil ich das die Kleider seiner Schwester angehabt habe. Ich meine, wer weiß, kann ja sein. So, wenn er jetzt einen Angriff jetzt kriegt, sehen, sollte ich nur die Hälfte Schaden bekommen, ungefähr, genau. Das ist nur wegen dies, die Hälfte der Schaden ist jetzt nur wegen den Resistenzen des Goldhamsets. So, jetzt warte ich, bis er herkommt. Sag mal. Nein, er macht es. Ich bin zu weit weg, okay. Ich habe das mit dem Set und mit dem Schild. Ah, weil die Resistenzen. Ah, das ist gut. Das kann ich sogar überleben. Das ist interessant. So, was machst du jetzt? Jetzt macht er die Nahkampfattacke auf mich. Jetzt kommt das sehr nah her. Nein, und ich habe was. Ja. Dummer Fehler, ich habe versucht zu rollen und während ich roll und ich werde von meinem Angriff erwischt, ist natürlich viel mehr Schaden. Das war jetzt genau das gerade. Naja, so ein Schaß. Gut, aber jetzt weiß ich wenigstens, ich kann jetzt mit dem Dragon Shield, kann ich theoretisch den Angriff blocken. Ne? Das ist interessant. Da werden wir jetzt ein bisschen weiter herum testen, wie das jetzt am geschicktesten geht. Na, jetzt habe ich doch ein bisschen Schaden bekommen. Wie es am geschicktesten geht, dass der böse Ceaseless Discharge da endlich her springt und dann runterfällt, wenn ich ihn hau. Das wäre doch toll, wenn ich das leicht nachmachen könnte. Aber wahrscheinlich passiert das nur, wenn man, ich weiß nicht, was spezielle Voraussetzungen führt. Ich bin mir gar nicht sicher, warum man das nicht macht. Ich weiß es wirklich nicht. Ich muss mal aufpassen, ob ich das Retrieval habe, irgendwas zurückbekomme. Wenn nicht, dann werde ich mir deswegen jetzt nicht mehr die ganze Zeit holen. Was bekomme ich zurück, großartig. So, jetzt ist er schon ziemlich nah, okay. Jetzt wird er gleich seine Nahkampfattacke machen. Hui. Naja. Jetzt genau, jetzt hat er nur seine Nahkampfattacke gemacht. Jetzt könnt ihr ihn auch so hauen. Huh. Und jetzt weg.
jetzt wird er wieder seine Nahkampfattacke machen. Nein, macht er nicht. Doch, macht er. Haha. Uiuiuiui. Vielleicht, wenn ich ihn so einfach hinlocke, könnte das hier auch gehen. Hm? Nein, jetzt bin ich schon zu weit weg. Jetzt macht er. Genau. Nein! Okay, vom Rücken, wenn ich das mache, bringt mich sowieso immer um. Okay, also jetzt war ich noch nah genug, aber jetzt hat er dann die Attacke gemacht. Wenn ich gleich sofort hinrenne, glaube ich, macht, da kommt er auch nur nahe und macht immer die andere. Na, jetzt probieren wir das ja. Ich weiß, es tut mir leid, es ist vielleicht ein bisschen fad, aber wenn es wirklich interessiert, weil ich habe das auf dem Wirs gesehen, ich habe das auch ein paar Mal angeschaut, aber ich habe das nicht so ganz. Ich meine, die haben das halt immer gemacht, dass die von Anfang an das geholt haben und das dann gleich gemacht haben. Vielleicht rennt einer nur dann nach, aber das kann es ja nicht sein. Das muss ja. Das kann nicht sein, dass ein Moveset nur aktiviert wird von der AI, wenn er von Anfang an bis dahin rennt. Das muss man auch so irgendwie nachmachen können. Mit Betonung auf irgendwie. So, Ultra, ich bekomme sowieso nichts gut, dass ich das jetzt immer wieder Ultra habe. So. Jetzt muss mich ja gleich sehen, genau. Jetzt macht er seine. Nein, jetzt kommt er näher her, weil er weiß, ich bin außerhalb von seiner Range. Jetzt macht er die Flammenattacke. Genau. Er hat noch einiges zu gehen da auf der Lava. Jetzt erholt er sich langsam. Jetzt kommt er näher her. Jetzt weiß ich, ich bin schwer zu weit weg. Jetzt macht er mir seine Flammenattacke. Das war jetzt doch zu viel Schaden. Wenn ich da jetzt ganz hinten bin, erwischt mich das noch immer, oder? Oder springt er jetzt endlich? Nein, er bleibt da stehen und schießt die weiter. Und warum kann ich die jetzt nicht komplett blocken? Ich weiß es nicht. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Aber das ist jetzt immer ein Problem. Genau, weil jetzt macht er immer diese gleiche Attacke. Den kann ich jetzt quasi nichts tun. Außer ich versuche jetzt hinzurennen. Und schafft es sich vorbei. Nein, jetzt werde ich ziemlich sicher sterben. Nein, das nicht passt. Jetzt bin ich nah genug. Jetzt macht er vielleicht wieder seine Nahkampfattacke. Ja, jetzt hat er seine Nahkampfattacke gemacht. Okay. Und jetzt rennst du mir jetzt vielleicht nach. Jetzt macht er wieder seine Nahkampfattacke. Gut, aber eigentlich könnte ich ihn so auch besiegen, wenn er jetzt immer nur diese Nah macht. Ich da hin und her rennt bei ihm einfach. Aber er hat auch eine andere Nahkampfattacke, das ist das Problem. Na gut, so kann man es auch machen. Also man muss da nicht drinnen stehen. Man kann es auch einfach so machen. Und hoffen, dass einem. Oh, ja genau, Swipe hat er eben auch. Dass er nicht das macht, weil dann stirbt man so oder so. Das ärgert mich jetzt schon ein bisschen, dass das nicht so leicht geht, wie ich mir das vorgestellt habe. Das ärgert mich jetzt schon ein bisschen. Na, wisst was? Ehrlich gesagt. Lass mir den Seasus Discharge jetzt mal in Ruhe. Ich lasse ihn jetzt wirklich mal in Ruhe. Ich schaue, dass ich jetzt lieber mal wirklich Power Level ein bisschen. Und dann, der soll sich nur denken, ha, er hat uns bis jetzt mal besiegt. Nein, wir kommen schon wieder, da brauchst du keine Angst haben. Da braucht ihr keine Angst haben, wir kommen schon wieder. So, na gut, dann machen wir uns jetzt mal auf den langen Weg zurück zum Filing Shrine, weil unser nächstes Ziel ist, also unser nächstes Ziel von der Storyweise her, ist jetzt dann einmal Sense Fortress und nach Sense Fortress dann Aenor Londo. Und bis dahin muss ich auf jeden Fall, wie gesagt, Aenor Londo rennt man mit also Level 50 herum. Was hab ich gerade? Ich hab gerade irgendwas mit, ja genau, 33. Also quasi komplett underleveled. Natürlich mit der Waffe könnte ich jetzt auch dann mit diesen Tricks und so hin und her besiegen, aber das dauert viel zu lange, weil ich viel zu wenig Schaden mache. Muss wirklich ein bisschen leveln, man kann also so extrem low leveln, es gibt mit den Tricks kann man dann schon schaffen, aber irgendwie, ich habe das jetzt nicht zusammengebracht, vielleicht wahrscheinlich, wenn ich dann ein hoch genuges Level habe, das nochmal probiere, geht es dann auf Anhieb und ich werde mich dann ärgern, aber ja, so ist das Leben, so ist Dark Souls
Und ja, oft hast du Pech, manchmal funktioniert es, wenn du Glück hast, und wenn nicht, dann nicht. So, aber jetzt genau, jetzt sehen wir auch gleich das Goldhemd. Sand ist nämlich auch sehr gut für Resistenzen, weil jetzt vorhin, wie wir da gleich durch das Gift gequatscht sind, haben wir ja ziemlich schnell Gift bekommen. Sieht man jetzt ist unser Giftbalken viel länger. Das ist einfach nur wegen der Resistenz. So lange quasi können wir da im Gift herumrennen, ohne dass uns großartig was passiert. So, den haben wir jetzt zusammen. Ohne Probleme, du tust nichts. Wir schauen jetzt vielleicht sogar oh Gott, die Viecher sind auch da. Nein, renn weiter. Es ist ja schon bestimmt vergiftet. Wir rennen jetzt schnell daher und ich hoffe, dass mich die Riesen jetzt auch nicht angreifen. Ja, nein, sie liegt nicht da, weil da wird normalerweise auch die dritte Schwester des Chaos gelegen, die nicht korrumpiert worden ist. Und die wird mir jetzt im Quest geben, dass ich die Quileg und dann den Fire Sage Stimme und so weiter umbringen für sie. Das Problem ist, das kann man nur aktivieren, das Ganze, wenn man da hingeht, bevor man die Quileg umbringt. Daran habe ich natürlich wieder mal nicht gedacht. Und ja, so ist sie jetzt nicht da und wir uns halt normalerweise Pyromancies verkaufen. Und wenn wir dann die Witch of Isolith umgebracht haben, also Bed of Chaos, dann wird man auch irgendeinen Special Pyromancy von dieser bekommen. Aber gut, das, wie gesagt, jetzt hat nicht so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Also lassen wir das jetzt einmal und jetzt geht's wieder zurück zum Filing Shrine. Das ist jetzt einmal das eine Ziel. Wir gehen wieder zurück auf den Weg, den wir gekommen sind. Und diesmal können wir dann den Ultra-Ultra-Shortcut gleich über die New Londo Ruins nehmen, weil wir einen Schlüssel jetzt schon gefunden haben. Und dann müssen wir wieder über das Valley of the Dragons und Darkwood Basin 2 zurückgehen. Das ist schon viel kürzer. Wirklich viel, viel kürzer. Es gibt auch in Bleiter noch einige Sachen, die man erforschen kann und Sachen, die man finden kann. Es gibt zum Beispiel dann bei dem Baum, den man da hinten, glaube ich, ein bisschen gesehen hat, oder wahrscheinlich hier nicht, ist dann der Weg zum Ash Lake, also zum Aschesee. Da gibt es, also das sind alles optionale. Da gibt es auch wieder eine Hydra, die man besiegen kann. Weiter hinten ist dann der Everlasting Dragon, also der letzte Everlasting Dragon, der überlebt hat, weil eigentlich hat es ja geheißen, dass der Gwyn und seine Knights alle Drachen gebracht haben. Der Everlasting Dragon hat es ausgehalten. Der hat überlebt, also zu dem kann man gehen und dann kann man den Drachen-Covenant zujoinen. Dieser Drachen-Covenant ist interessant für Leute, die auf 1 gegen 1 PvP aus sind, weil das ist eben, man invadet da immer nur andere Drachen-Leute. Ich glaube, invaden, wie geht es jetzt mit invaden? Oder es gibt nämlich auch so Turniere zwischen den Drachen, wie ein eigener. Und auf jeden Fall, es ist im 1-on-1 und wenn man dann was gewinnt, kriegt man eine Dragon Scale. Diese Dragon Scale braucht man, um die Drachenwaffen abzugraden. Es gibt keine andere Möglichkeit, so Drachenwaffen abzugraden. Es gibt immer nur eine limitierte Anzahl, die man pro Playthrough bekommen kann. Und aber man, was hier passiert, es ist nicht, dass man jemanden, wie wenn man ein Dark Wraith ist, jemanden die Humanity oder die Dragon Scales stiehlt. Nein, die Dragon Scales, also wenn jetzt Drache gegen Drache, also Drachen-Covenant gegen Drachen-Covenant kämpft, dann verliert niemand einen Drachenscale, nur der Gewinner bekommt eben eine. Ach Gott, ja, und jetzt sind auch diese fetten Peppis wieder da, dass ich da durchgehe. Super. Na gut, aber die kann ich ja, glaube ich, fertig, kann man ja rausziehen. Die kann ich ja auch mit Magie besiegen, weil ich bin ein böser Magier. Also der Bragi ist ein böser Magier. Schon mal um einen herlocken können. Na, der rennt eh, der kommt eh von alleine, oder? Natürlich kommt er von alleine. Nein, das kann ich schießen, aber das macht ihn nicht wirklich Schaden. Na, ich habe kein Glück und kann ihn. Ich möchte einen Backstab bekommen, dass ich ihn runterwerfe von hier, das wäre super. Jetzt? Ja! Und geht sich so aus? Hahaha, ja! Das ist natürlich schön, wie ich natürlich keine gescheite Waffe hat. Muss man sich auf das. Ah, Gott, was ist das? Sich da auf, es sind wieder mal zwei und ich muss jetzt hoffen, dass ich da jetzt nur einen herziehe, wobei, na gut, der kommt ja schon perfekt. Probieren wir das Ganze nochmal, dem letzten, denn dann werde ich dann einfach getrost davonrennen, ehrlich gesagt. Ich hoffe, das funktioniert jetzt auch so gut und endet nicht damit, dass ich runterfall, aber schauen wir mal. Na. Gut, kriegt er so einen Backstep, dass man gegen die Wand geworfen wird, sich in Sicherheit wiegt. Na komm her. Ah, jetzt macht er seinen Lunge Attack, okay. Ah, voll. Ah.
Das ist auch nicht der richtige Winkel. Das ist auch nicht der richtige Winkel. Oh nein, weil er jetzt ausgeholt hat. Und da muss ich jetzt aufpassen, dass ich nicht runterfalle, weil gerade ziemlich. Ziemlich nicht so viel Platz. Ach Gott. Strong in der Zeig. Es brüllt, aber ich glaube, jetzt kann ich ihn sogar so töten, oder ja. Es sind genug Backsteps geben, dass er tot ist. Na gut. Also, wenn das jetzt also natürlich nicht funktioniert, aber das passt schon, weil jetzt ist nur mal einer da und den kann ich jetzt auch mit Backsteps töten. Das sollte dann auch nicht so ein Problem sein. Weil wenn man Pech hat, das ist es passiert leider leicht, dass man gerade die letzten zwei gleichzeitig zieht. Und wenn man eben, so ich jetzt ein bisschen schlechtes Equip hat, ist das doch ein bisschen, also doch sehr tödlich. Wenn man gegen zwei gleichzeitig kämpfen muss, wenn man nicht gleich immer Backstep reinbekommt, dass man eben, solange man diese Backstep-Animation macht, ist man unverwundbar quasi durch andere Attacken. Und wenn man Pech hat, endet sie genau, wenn der andere gerade ausgeholt hat und erwischt einen und das ist dann auch ungut. Sag jetzt einmal so, okay. Nein, hau her mit deinem Besenstiel, mit deinem großen. Einmal noch, zack, so. Eins noch, Pupsi und Pep. Und aus ist mit dir. Das war's. Gut. Ein paar Seelen haben sie bekommen. Wenn ich zurück bin, werde ich jetzt mal schauen, weil der eine Magier, den wir gerettet haben, der wird da sicher auch noch ein paar bessere haben. Jetzt werde ich mal schauen, wie viele Seelen ich so mit habe, ob ich nicht gleich alle einfach verbrauche, dass ich mir dann. Da, Valley of the Drakes. Dass ich den im Verbrauch, dass ich den nicht großartig herumtue. So. Genau, die Tür haben wir, glaube ich, schon aufgemacht. Nein, haben wir natürlich noch nicht aufgemacht. Also wir haben ganz oben einen Schlüssel gefunden. Also, wenn wir hinkommen sind, das ist der Schlüssel dafür für die New London Ruins. Und da werdet ihr schon sehen, das ist nicht der Ultra Shortcut. Der ist sehr hilfreich. Jetzt sind wir in den New London Ruins. Das kennt ihr schon, weil da habe ich am Anfang ein paar Sachen gekauft. Da geht man runter rauf und klick, klack, kluck. Und ich bin jetzt schon. Aber das Problem ist jetzt wieder wahrscheinlich. Na geh, ja. Oh, das habe ich jetzt vergessen. Es wird wahrscheinlich aber auch auf Besitz mit Zahlen runterfällt, weil ich einfach den Aufzug nicht hergerufen habe. Den kann man so herholen. Was leider wahrscheinlich sein wird, ist, dass der Lautrec den Firekeeper am Firelink Shrine umgebracht hat. Und da kann ich dann nicht sparen, weil ich dann gleich in Undead Parish wahrscheinlich weitergehen müssen. Ja, machen wir das einmal. Wird nichts anderes übrig bleiben, leider. Nehme ich ziemlich stark an, weil jetzt, wenn man so weit ist. Der Lautrec ist also der Böse, den wir da ganz am Anfang, den ich vergessen habe zu retten, der dann angefressen war, obwohl uns natürlich nicht mit uns reden wollte im Firelink Shrine. Und der dann eben was sehr, sehr Böses gemacht hat. Was wirklich Böses. Und zwar halt einfach. Warum er das jetzt gemacht hat, bin ich mir leider nicht einmal so sicher. Das sieht man schon. Lautrec ist weg und da flackert was. Corpse, ja. Jetzt haben wir jetzt einen Black Eye Orb gefunden. Normalerweise die Dark Wraiths haben einen Red Eye Orb, mit dem sie andere Spieler invaden können. Aber dieser Black Eye Orb ist eben, wie gesagt, falls man es nur offline spielt, genau, Invade the World of Murder of Firekeeper. Genau. Der Black Eye gibt es konstant war schon der City of Gods, Ainalon. Das ist eben quasi auch schon der Hinweis, wo der Lautrec sich hin verzogen hat. Ist da unser Crestfallen, der Warrior, der ist noch immer da. Ja, das haben wir gemacht. Ah ja, genau. Es ist der Framped dann, das sieht man schon leider, weil der Firekeeper da ist. Nix, geht nichts, leider. So, dann schauen wir noch schnell zum Framped. Dass ich euch den auch zeige, da. Hallo? Der Framped, der übergroße Penis. Ja, wir waren das. Ist das nicht schön? Ja, keine Ahnung. Voll toll. Ja, da sagt uns eben, dass wir jetzt nach Enolondo gehen müssen. Das wissen wir aber eh schon. Es ist nichts Neues für uns. So, da haben wir unseren Paramancer. Aber wo steht schnell? Ich glaube, wo sitzt er da? Da ist er, unser Magier. Oh, hallo. Ja, so, was hast du jetzt für uns? Ich habe mir gleich gekauft den Great Soul Arrow. Wär auf jeden Fall, das klingt schon mal besser. Genau, Grade 8000 kostet es. Schauen wir mal, wie viel ich jetzt habe, wie viele Seelen ich noch großartig habe. Ah, na super, eh gar nichts eigentlich. Schauen wir mal, ob sich das überhaupt irgendwie ausgeht. Large Soul, das gibt es. Es gibt nur 1000, dann geht sich das nie aus.
dann werde ich wohl auf die alte Weise fahren müssen, indem ich Gegner töte, immer und immer wieder. Weiß ich genug, oder geht sich aus? Sind das? Ah, das sind 700, das sind nicht ganz 1000, aber da, doch, das. Na, geht sich nicht aus, geht sich doch, 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 nein, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, es geht sich. Na, ums. Ah! Um ganz nah, aber ich habe noch ein paar Seelen. Ah, genau, eine. Hoffentlich kriegt man die mehr als also ein bisschen was. Und du gibst mir 200, natürlich das Minimum. Gut. Gut, dann in diesem Fall sagen wir jetzt noch schnell Hallo zu unseren alten Bekannten, die da noch immer warten. Hello. Ja, ja, du bist ja gleich ganz böse. Oh, und genau, weil ich jetzt aufpassen muss natürlich. Ich bin jetzt gerade vom Pleiton gekommen. Wenn ich jetzt sterben würde, würde ich wieder unten im Pleiton landen. Das heißt, ich sollte da eher aufpassen. So viel habe ich jetzt. Na, gerade nicht genug. Kommst du noch her? Mit dir habe ich dann sicher genug. Na, was machst du? Nicht runterrennen. Du darfst nicht runterspringen, bevor ich dich nicht kaut habe. So. Backsteppen, schöner. Das macht immer Spaß. Upsi, das war jetzt eben 8000. Gut. Jetzt kaufen wir das und dann renne ich gleich in Undead Parish zum Bonfire, dass ich dort dann einmal schaue, wie es weitergeht. Quiquaku, dein Mund ist zu und ich kaufe den Heavy Soul Arrow. Danke. Ah, den Great Soul Arrow, was auch immer. Alright. Yep. Ja, das wird mir hoffentlich wirklich helfen. Muss man schon für schauen. Und ui, unsere Entourage ist noch nicht in die Katakomben gegangen. Komisch. Naja, das werden sie wahrscheinlich machen, sobald ich in Sans Fortress bin. Weil für die Katakomben, na, das tue ich mir jetzt gar nicht an. Da bin ich viel zu schwach. Ja, oh, das ist ein Problem, wenn man so underleveled ist und wenn ich mein Equipment nicht wirklich upgrade habe, bis auf dass ich jetzt das Goldhemd Set anhabe, also jedenfalls zwei Teile davon, weil ich auch so schwach bin, nicht so viel davon tragen kann. Na, also wie gesagt, ich habe eigentlich noch nie einen Intelligence Charakter gespielt. Ich hab eigentlich immer nur einen Strength Charakter gespielt, wenn mir das am meisten taugt. Deshalb, was ich viele von Leute von euch einfach denken, oh, was macht der für ein Blödsinn, was ist denn das für ein Bild? Ja, erstes Mal, ich probiere es halt. Ich bin offen für Empfehlungen oder einfach Leute, die vielleicht sagen, ja, so geht's doch viel besser, die Waffe ist gescheiter. Ich meine, ich weiß, ich hab vor, einen Moonlight Butterfly habe ich jetzt schon umgebracht, wenn ich in Enolondo bin, dass ich mir dann diesen Moonlight Butterfly Speer hole, weil der scaled auch mit Intelligence. Das ist eben was ganz Tolles für mich so. Ja, 1000 Messages, das ist super. Als ob das nicht klar wäre, dass da als Andre of Astorage auf uns wartet. Da hört man schon herumhauen und herummurren. Na gut. So, und jetzt sind wir offiziell wieder hier. Yay. Als. Nein, ich level up, das geht sich nicht aus. Tune Magic. Great Soul Arrow. Das geht jetzt 8-mal nur. Okay, ich probiere uns noch einmal aus, ob wie stark das ist. Und dann werde ich mich von euch verabschieden. Dann war es das für dieses Mal. Leider, Seasless T-Shirt hat es nicht ganz gereicht. Jetzt tun wir ein bisschen leveln. Und ich sage euch nach Enolondo, wenn wir dann wieder vorbeischauen dort, dann schaut die Welt ganz anders aus. Jetzt sind wir halt in Sense Funhouse. Ach Gott. Ach Gott, ach Gott. Naja. Sagen wir mal, holen wir unsere zwei. Es erinnert mich irgendwie an Indiana Jones und der Tempel des Todes, weil da waren auch, das war auch so ein Schlangen und so weiter. Eine Falle und lololol. Einer stirbt jetzt hoffentlich. Jupp, passt. Ah, und der zweite springt ordentlich her. Hui. Ja, das wird wahrscheinlich so ein Sense-Playthrough, wie ich es mit meinem Dexterity-Faith-Charakter gemacht habe, wo ich die Viecher gerade nicht umbringen konnte, weil ich viel zu schwach war. Also eigentlich meine Waffe ein Schaus war. So, okay, wir sehen schneller aus. Wie viel Schaden machst du? Aber nicht großartig mehr als, glaube ich, der Heavy Arrow. Hm. Okay. Machen wir mal Great Soul Arrow. Nein, das war jetzt falsch. Mhm. Okay, der hat jetzt geblockt, aber trotzdem. Naja, schade. Gut, Leute, das war's jetzt einmal auf jeden Fall. Und bis zum nächsten Mal dann.